Ja. Ist an? Ja. Bildung und Digitalisierung in der Postmoderne. Ich werde mich jetzt auf den Bereich der Erwachsenenbildung und Weiterbildung beziehen. Und das ist das schöne Hauptgebäude der Leibniz-Universität. Ich werde mich nicht weiter mit der Postmoderne rumschlagen, sondern mich auf den Zusammenhang von Bildung und Digitalisierung beziehen. Wenn wir für den Weiterbildungsbereich schauen, interessiert uns ja unter anderem auch, wie ist die Bildung in den Unternehmen. Hier würde ich gerne einen kurzen Einblick geben, auf welche Situation trifft denn hier die Digitalisierung, wenn wir uns die Bildungsteilhabe anschauen im Unternehmen. Ich werde was sagen zum Zusammenhang von formellem und informellem Lernen. Da ist bei dem Thema Digitalisierung sehr zentral eine Fokussierung auf das informelle bzw. arbeitsplatzbezogene Lernen gibt. Ich werde ein paar Ergebnisse vorstellen. Wie ist es denn mit den Lernkompetenzen? Wie viele Lernkompetenzen haben denn die Leute? Und werde einige Aspekte aufzeigen, über die wir nachdenken wollen und die wir beforschen müssen, wenn wir weiter im Kontext Bildung über Digitalisierung nachdenken. Und habe das mal an zwei Beispielen durchgespielt. Bildungspartizipation im Unternehmen. Auf welche Situation trifft die Digitalisierung? Ich zeige Ihnen mal die Statistik, wie viele Menschen bilden sich denn weiter in Deutschland? Das ist jetzt nicht nur für die betriebliche oder berufliche Weiterbildung. Sie sehen, in 2014 bilden sich etwa 51% der Bevölkerung weiter. 1979 waren das noch 23%. Das war auch eine bildungspolitische Ziellinie, dass man das gerne erreichen wollte, dass es mehr als 50% sind. Wenn man sich jetzt aber genauer anguckt, wie, unter welchen Bedingungen nehmen die Leute denn an Weiterbildung teil, kann man erst positiv sagen, das ist also gestiegen. Wenn man aber genauer hinguckt, sieht man, dass natürlich Erwerbsarbeit eine wichtige Rolle spielt, ob man an Weiterbildung teilnimmt. 58% sind Erwerbstätige. Dann kommt die berufliche Position. Also je nachdem, wie ich mit welcher Qualifikation welche Position ausfülle, habe ich Zugang zu Qualifizierung und Weiterbildung. Die meiste Partizipation findet tatsächlich in der betrieblichen Weiterbildung statt. Das sind nämlich 70% aller Teilnahmefälle, finden im Unternehmen statt. Wir können positiv sagen, dass die Arbeitgeber sich stärker engagieren, also mit 60%. Und dass auch wieder die Teilnahme während der Arbeitszeit gestiegen ist. Gucken wir etwas genauer, dann sehen wir, dass wer hat, dem wird gegeben. Die Führungskräfte, das ist hier die auf der rechten Seite, die orangefarbene Säule, da nehmen etwa 70% an Weiterbildung teil. Fachkräfte 58%, wenn wir zu den Un- und Angelernten schauen, sieht das schon anders aus, sind das bundesweit 37%. Die roten Balken zeigen die Zahlen für Niedersachsen. Ich komme aus Niedersachsen, da ist das mal im Speziellen berechnet worden. Hier sehen Sie, dass die berufliche Position also greift. Es haben nicht alle gleichermaßen Zugang. Wann nehmen die Leute denn daran teil? Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wir reden immer davon, die Digitalisierung kommt, also müssen sich alle damit beschäftigen, ob sie wollen oder nicht. Der Zwang reicht aus. Das ist nicht ganz so. Wir haben an anderer Stelle festgestellt, wann ist die Motivation teilzunehmen hoch und unter welchen Bedingungen nehmen die Leute an Weiterbildung teil und stellen fest, dass sie auch einen Nutzen für sich selber sehen müssen. Also es reicht nicht aus, nur von außen zu sagen, der Nutzen fürs Unternehmen ist groß, also müssen Sie das machen. Wir sprechen hier von einer Doppelstruktur der Lerninteressen und der Verwertungsinteressen. Also persönlich zufriedener sein durch mehr Wissen und Können ist genauso wichtig wie in der Arbeit mehr leisten können. Das ist etwas, was die Unternehmen nicht so gerne hören, weil sie natürlich gerne hätten, dass der Zwang und die Notwendigkeit ausreichen. Also der Nutzen ist sozusagen immer auch in Bezug aufs Individuum zu sehen und nicht nur in Bezug auf die Tätigkeit, die da ausgeübt werden soll.
gucken wir uns ein bisschen was zum informellen Lernen beziehungsweise zum arbeitsbezogenen Lernen an. Wir haben einiges an Daten und Forschungsergebnissen, aber auch nicht so ganz viel. Hier gibt es eine Untersuchung, also CVTS ist so eine Datenerhebung, die findet immer nur im Unternehmen statt. Da hat man sich angeschaut bei den Formen, wie viel Unterweisung am Arbeitsplatz findet da statt, Job Rotation, Lern- und Qualitätszirkel, selbstgesteuertes Lernen oder Informationsveranstaltungen. Das fasst man hier unter arbeitsbezogene Lernformen. Jetzt hat man in Europa geguckt, wie ist denn das Verhältnis? Also die Idee ist ja, dass Kurse nicht mehr so wichtig sind, dass das arbeitsplatzbezogene Lernen und das informelle Lernen wichtiger werden. Und es gibt vielleicht auch die Idee, dass das ausreicht, weil es kostet ja vermeintlich weniger. Jetzt sehen Sie, dass Deutschland tatsächlich, also nicht einen Sonderweg geht, aber Deutschland, das ist also DE, hat tatsächlich mehr andere Weiterbildungsformen, also die gerade genannten, aber auch Weiterbildungskurse. Andere Länder lösen das anders, also Dänemark setzt sehr viel mehr auf Training. Finnland auch, Niederlande, Frankreich, das sind auch Länder, die hohe Weiterbildungsquoten haben. Also die Leute in den anderen Ländern bilden sich mehr weiter als in Deutschland. Also Deutschland hat einen besonderen Weg eingeschlagen. Und es ist zu hinterfragen, wie denn das Verhältnis zwischen informellem Lernen, arbeitsplatzbezogenem Lernen und Seminaren, Trainings, das beschäftigt Sie hier ja auch auf der Messe, wie sich das in Zukunft gestalten sollte, um dieses Thema Digitalisierung einführen zu können und auch begleiten zu können. Man hat ja hier die Hoffnung in der Digitalisierung, dass die Selbstlernfähigkeiten der Menschen so erhöht werden, dass sie sich dem Level der Digitalisierung anpassen. Das heißt, man braucht Lernkompetenzen. Lernkompetenzen ist hier ein wichtiges Thema. Dazu haben wir interessanterweise nicht so viele Forschungen. Sie sehen, das ist schon von 2003. Es ist aber eine sehr interessante Forschung, weil man hier Indikatoren entwickelt hat. Also wie entwickeln wir Lernkompetenzen? Bethge, Bethge, Kinski sagen hier, es braucht sowas wie eine Antizipationskompetenz, also die Fähigkeit, erwartbare Entwicklungen von Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und in der Berufswelt in ein Verhältnis zu den eigenen Qualifikationen zu setzen und seinen eigenen Lernbedarf bestimmen zu können. Also selber bestimmen zu können, wann muss ich was lernen. Selbststeuerungsdisposition meint, dass der Einzelne in der Lage ist, selbstständig seine Weiterbildungsaktivitäten zu definieren, zu planen und zu organisieren. Und die Kompetenzentwicklungskompetenz als dritter Bestandteil meint die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung als auch das eigenständige, situative Zugreifen auf unterschiedliche Lernmöglichkeiten und Unterstützungsformen. Also eine Lernkompetenz hat, wer weiß, wann er was braucht. Eine Selbststeuerungsdisposition, wo man selber definieren kann, was man wie planen muss. Und eine Kompetenzentwicklungsaktivität, um auch zu wissen, wie man daran teilnimmt. Das ist ein hoher Anspruch. Und in einer relativ umfangreichen Studie hat man das erfragt. Also man hat Leute befragt, ob sie das haben und hat festgestellt, dass eine bestimmte Gruppe an Leuten eine hohe Wertschätzung hat und gute Erfahrungen in überwiegend informellem Lernen, dass aber die, die informelles Lernen besonders schätzen und auch nur da gute Erfahrungen haben, eine geringe Lernkompetenz haben, verbunden mit einer geringeren Qualifikation. Das Problem daran ist, dass sie nicht wissen, dass sie eine geringe Lernkompetenz haben. Also das einseitige Setzen auf informelles Lernen unter Nichtberücksichtigung von Kursen führt dazu, dass diese Lernkompetenzen nicht ausgebildet werden. Diejenigen, die eine hohe Wertschätzung haben für formalisiertes Lernen und auch angeben, viel über formalisierte Weiterbildung gelernt zu haben, verfügen dahingehend über eine hohe Lernkompetenz. Die Personen haben mindestens mittlere Qualifikationen, in der Regel hohe Qualifikationen und beherrschen auch das informelle Lernen. Also diese Ergebnisse liefern eine starke Evidenz dafür, dass je höher das Wissen und die allgemeine Bildung, desto höher die Lernkompetenzen und das informelle Lernen kann man dann auch.
Das führt dahin, dass man sagen kann, auch bei der Einführung von Digitalisierung, wenn man das für verschiedene Niveaus möchte, man muss über, und der Begriff ist sehr unbeliebt, über Formen von Didaktisierung nachdenken. Also Gestaltung von Lernarrangements. Das heißt, man braucht Formen, um reflexive Kompetenzen zu entwickeln. Beim informellen Lernen, so zeigen die wenigen Forschungen, die wir haben, also wo Arrangements geschaffen werden, dass die Leute sich austauschen im informellen Rahmen, das erhöht die Identifikation mit dem Unternehmen und auch mit den Arbeitsprozessen. Es erhöht aber nicht die Wissensstrukturen. Also man erarbeitet sich darüber kein Wissen. Noch nicht ausgewertet sind diese Lernformen zum Beispiel für Lerntypen. Also wir haben Forschungen, die zeigen, dass Menschen ganz unterschiedlich lernen. Das ist noch ein offenes Feld. Das heißt, die alleinige Fokussierung auf informelles Lernen erhöht die Selektivität. Informelles Lernen ist immer mitzudenken mit Gestaltung. Das heißt, Ziellinien, wenn wir über Digitalisierung nachdenken, müssen sein, über die Erhöhung der Lernkompetenzen nachzudenken, über den Erhalt und den Aufbau breit angelegter Wissensstrukturen. Ich muss etwas wissen über das, was ich tue. Und das arbeitsbezogene Lernen ist zu ergänzen um Wissensaufbau und auch analytische Fähigkeiten. Und hinzu kommt die genannten Doppelstrukturen der Lernverwertungsinteressen. Es muss dem Einzelnen etwas für sich bringen. Wo bleibt das Subjekt und wo bleibt das Selbst, fragen auch andere Wissenschaftler aus anderen Bereichen, unter anderem auch die Indra Spieker, wer sich das auf YouTube mal anhören möchte. Das heißt, auch mit der Digitalisierung stellt sich massiv die Frage, wenn ich mir etwas aneigne, wenn ich mir Wissen aneigne, mich weiterbilde, muss es mir als Subjekt etwas bringen. Gucken wir jetzt mal bildungstheoretisch, was im Moment überhaupt nicht gemacht wird, beziehungsweise wir haben noch nicht wirklich richtige Forschung dazu. Kommen wir auf andere Aspekte als die, die da bisher immer besprochen wurden. Wir müssen fragen nach der Rolle von Erfahrungen. Das Individuum sichert sich über Erfahrungen und auch Deutungen Kontinuität. Handlungsvollzug im konkreten Alltag sowie Weltbezug im weiteren Sinne. Die Erfahrungen sind geronnenes Handlungswissen. Die bauen sich auf über neue Erfahrungen, über Routine, über Anreicherung mit Wissen. Das heißt, der Mensch, auch der Körper, sind darin gefordert. Also das hat auch eine bestimmte, Maya Drabe spricht hier auch von der Sinnlichkeit als Verbindungslinie zwischen Erfahrung und Welt. Man denkt da auch für Arbeit und Beruf drüber nach, das ist der Böhle. Der sagt, dass auch in den betrieblichen Handlungsabfolgen es zunehmend darauf ankommt, dass man rasch neue Lösungen finden muss. Also Probleme zu identifizieren und sie auch abzuwehren und das auch mit einer schnellen Reaktions- und Entscheidungsfähigkeit. Und dafür braucht es eine Berücksichtigung der Erfahrung und auch die Möglichkeit, Erfahrungen zu machen. Also nicht nur vorgesetzt zu bekommen, etwas nachzumachen, sondern tatsächlich neue Erfahrungen machen zu können. Daneben stehen die Deutungen und der Deutungsaufbau. Das unterscheidet sich, also die Erfahrungen sind das, was das Individuum macht durch aktives Tun. Und die Deutungen sind das, wie man diese Erfahrungen für sich auswertet. Das hat eine andere Qualität. Also wenn ich die Erfahrungen auswerte, erarbeite ich mir eigenständig Interpretationen über diese Erfahrungen und knüpfe daran auch die individuellen Interessen. Das heißt, die Deutungen haben sozusagen sowas wie individuelle Gesetzgebungen, die man sich aber selber erarbeitet. Das möchte man nicht nur von außen vorgesetzt bekommen, sondern das ist ein individueller, sehr eigenständiger Akt, verbunden mit Erfahrungsprozessen. Das heißt, wenn wir nur Interpretationen vorsetzen und sagen, das ist so, weil es so ist, dann nehmen wir einen lebendigen Teil und wir nehmen die Möglichkeit, sich selbst Meinungen zu bilden und diese Erfahrung zu verarbeiten. Das heißt, auch auf die Digitalisierung
kommen Anforderungen zu, dass damit Erfahrungen gemacht werden können und man sich Interpretationen für die Arbeitsprozesse erarbeitet, wie diese Erfahrungen jetzt wirksam sind. Dazu haben wir keine Forschung bislang. Ein dritter Aspekt sind die Rolle von Emotionen und Beziehungen. Das ist in der Bildungsforschung ein Bereich, der jetzt seit ein paar Jahren aufgegriffen wird, bislang aber immer eine geringere Rolle spielte, weil man meinte, Kognition und Emotionen haben nichts miteinander zu tun. Man lernt das, was vermittelt wird, das ist nicht an Emotionen gebunden. Seit einer gewissen Zeit weiß man jetzt aus der Neurobiologie und auch aus der Emotionsforschung, dass lebenslanges Lernen als Haltung auch mit einer Bereitschaft zu Offenheit zu tun hat, Frustrationen zu verarbeiten, sich Neues anzueignen, sich eine Neugierde zu erhalten, sich umzustellen und auch etwas Neues zu beginnen. Menschen bilden sowas aus wie Emotionsmuster über die ersten 25 Lebensjahre. Das entwickelt sich über Beziehungsqualitäten und ist wiederum auch an die Eigentätigkeit von Lernen geknüpft. Beziehung ist hier eine wichtige Komponente. Für Schule diskutiert man das schon eher. Das gilt aber genauso für Erwachsene. Beziehungen können durch Personen, aber auch durch Objekte besetzt sein. Bildung beinhaltet hier das Moment der Beziehungsgenerierung als Prozess und auch als Ergebnis. Und wir wissen, dass Emotionen sehr, sehr wichtig sind, um zu Entscheidungen zu kommen. Also Bewertungs- und Entscheidungsprozesse hängen von Emotionen ab. Zu dem vierten Punkt will ich noch was sagen, weil der im Moment viel diskutiert ist, nämlich der Punkt der Kreativität, der auch für Arbeitsprozesse wichtig ist. Kreativität wird im Moment insbesondere in Kombination mit Leistung diskutiert, auch im schulischen Bereich. Also man will den Kindern etwas darbieten, zum Beispiel Theaterarbeit zu erlernen, damit sie in der Schule mehr lernen. Für Erwachsene weiß man aus der Innovationsforschung, dass auch Kreativität nicht ohne Wissen abläuft. Also aus den Wissenslücken heraus entstehen Ideen für Kreativität. Wir sehen das in unseren Forschungen auch mit Jugendlichen und mit den Erwachsenen, dass Kreativität etwas damit zu tun hat, dass ich in authentischen Situationen auch mit authentischen Personen etwas lerne. Und wir wissen, dass im Unternehmen auch sehr viel darüber diskutiert wird, dass Kreativität heißen muss, dass man permanent das Neue sucht. Also die permanente Suche nach dem Neuen und hier immer nach dem Besseren. In der kulturellen Bildung sehen wir aber, dass Kreativität auch heißen muss, Räume zu haben, Freiräume, die nicht an den Zweck gebunden sind. Also die Kreativität entsteht aus der Zweckfreiheit heraus. Ein Gedanke, der bislang für Bildungsprozesse in den Zusammenhängen, über die wir hier sprechen, noch nicht bearbeitet worden ist. Also wie wichtig ist Kreativität in Arbeitsprozessen, die jetzt mit Prozessen der Digitalisierung verbunden werden? Es sind weitere Aspekte, die wir über Bildung und Qualifizierung mit Forschung besetzen müssen. Wenn wir jetzt auf die Digitalisierung schauen, und hier beziehe ich mich jetzt auf eine Grafik, wie sie Kuhlmann entwickelt hat, geht es ja hier um die vier Bereiche Vernetzung, digitale Daten, Automatisierung und digitaler Kundenzugang. Er unterscheidet hier beim Thema Digitalisierung vier Hauptlinien, die wir da anschauen müssen. Das eine ist die Vernetzung von Maschinen, Mensch, Produkten und Dingen. Das zweite, was passiert, wenn ein Schub neuer Technologien Einzug hält in die Arbeitswelt, wie Augmented Reality, digitale Werkerführung, Leichtbauroboter, Datenbrillen. Der dritte Bereich der forcierten Automatisierung und der vierte Bereich die neuen Geschäftsmodelle. Ich habe jetzt mir hier mal einen Bereich ausgesucht und habe das anhand eines Videos mal angeschaut, die digitale Werkerführung. Wir können das jetzt hier leider nicht anzeigen, wir haben hier keinen Internetzugang.
und habe mal überlegt, wenn man jetzt diese Kriterien, die ich eingangs genannt habe, zum Beispiel auf die digitale Werkerführung anwendet, das ist jetzt nur ein Beispiel, also der Arbeiter steht vor einem Gerät und kriegt angezeigt Schritt 1, 2, 3 und macht dann bestimmte Bohrungen, bestimmte Teilschritte anhand dieser Vorführung, die er da hat. Und wenn ich dann frage, wie ist es denn hier mit den Erfahrungen, muss man feststellen, die Erfahrungen sind geleitet durch das System. Es gibt eine visuelle Erkennung mit direkter Umsetzung, also man muss nichts überlegen, sondern man macht die Schrittfolge nach. Es gibt sehr begrenzte Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu machen. Wie die Problemlösefähigkeit hier gefragt ist, ist nicht so ganz deutlich, aber vermutlich sehr gering. Bei dem Verfahren, was ich mir hier angeschaut habe, wird auch damit geworben, das sehen Sie auf dem unteren Bild, dass der Schulungsaufwand gering ist. Das heißt, der Werker wird darin geschult, umzusetzen, was er am Bildschirm sieht, 1:1. Für den Deutungsaufbau heißt das, das ist eher gering, wenn ich die Prozesse nicht verstehe, die sozusagen zu dieser Ansicht führen, muss ich auch nicht drüber reflektieren. Es sind also nicht wirklich reflexive Räume dafür angedacht und grundlegende Wissensstrukturen baut man auch nicht auf, auch nicht durch eine Einführung, wie ich die Maschine zu bedienen habe. Emotionen baut der Werker, wenn er also mit bestimmten Schonern, also wo man auch nicht viel hört, sondern nur auf die Interaktion zwischen dem Computer und der Maschine fokussiert ist. Wozu baut der Werker hier Beziehungen auf? Das ist unklar. Zur Maschine, zur Firma, vielleicht zum Team. Kreativität ist hier für den Arbeits- und Lernprozess nicht vorgesehen. Jedenfalls nicht an dem Beispiel, wie ich es hier habe sehen können. Also man muss fragen, wenn bestimmte Kriterien, die für Bildungsprozesse Erwachsener und auch für Arbeitsprozesse, um innovativ zu bleiben, leistungsfähig zu bleiben, eine Rolle spielen, wie wird hier die Lernfähigkeit, die Lernkompetenz erhalten, die man braucht? Ein anderes Beispiel, Smart Factory, das habe ich mir auch anhand eines Videos, wo das an einem Beispiel dargestellt wurde, angeschaut. Auch hier war es so, die Handlungen sind geleitet durch das System, visuelle Erkennung mit direkter Umsetzung. Jetzt kommt noch hinzu, es wird komplexer. Die Prozesse werden aber optimiert durch die Systeme selbst. Unterschied ist, dass der Einzelne eventuell an der Beteiligung von Fehlerbehebung beteiligt ist. Wenn jetzt aber noch die Benutzung einer Brille, also so ein Element der Augmented Reality, hinzukommt, gehen auch Möglichkeiten der leiblichen Erfahrung verloren, weil sozusagen man mit der Brille und der Einschränkung durch die Brille befasst ist. Deutungsaufbau ist hier abhängig von der Partizipation. Also gibt es noch Möglichkeiten, miteinander, mit anderen über die möglichen Arbeitsschritte zu kommunizieren. Im unteren Screenshot sehen Sie, wenn der Werker hier nicht vorwärts kommt, nicht weiterkommt, dann ruft er eine Person, wo man sich über bestimmte Fragen austauscht. Das heißt, es findet noch ein Dialog statt. Ein Wissensaufbau ist hier unter Umständen noch möglich im Austausch. Emotionen, Beziehungen ist unklar. Man versucht, Fehler zu verhindern. Die Maschine sagt aber an, wann Fehler gemacht werden. Also da blinkt dann ein Bildschirm. Man kriegt die Schritte vorformuliert und wenn man einen Fehler macht, sagt die Maschine Bescheid, man hat einen Fehler gemacht. Ist aber auch in gewisser Weise eingeschränkt, vermutlich unterschiedlich je nach Position im Unternehmen. Kreativität ist für den Arbeits- und Lernprozess in der Form nicht vorgesehen. Also es stellen sich ähnliche Fragen wie bei der ersten Form der Digitalisierung, nur hier erhöht sich die Komplexität. All diese Aspekte wären jetzt mit Forschung zu unterlegen. Mögliche Szenarien waren angekündigt. Ein Szenario ist, ich nenne das jetzt mal die kalte Digitalisierung. Die betriebliche Weiterbildung ist intensiv für die, die in hoher Position sind, die viel wissen. Und sie ist gleichzeitig selektiv, weil die mit geringeren Qualifikationen bekommen informelles Lernen,
die mit hoher Qualifikation bekommen unterschiedliche Formen von Weiterbildung. Das heißt, die Selbstorganisation, die hier angestrebt ist mit der Digitalisierung, das ist ja das eigentliche Thema, die Selbstorganisationskompetenz und Optimierung der Systeme zu erhöhen. Und die Menschen müssen sozusagen mitgehen mit dieser Anforderung. Das entwickelt sich inkongruent mit der Selbstorganisationsfähigkeit der Menschen. Das heißt, nur die Programmierenden, die Entwickelnden und die Strategiesetzenden, die können das, die steuern über Wissen und Kompetenz. Die haben hohe Kompetenz, hohes Wissen, große Macht. Die wissenschaftliche Weiterbildung, die zum Beispiel bei uns an den Unternehmen stattfindet, spezialisiert sich weiter und steigt an. Wir haben aber langfristig eine Entkopplung von Bildung und Produktion und wir haben eine Verselbstständigung der Produktion ohne ethische Standards. Ein zweites Szenario, was mir sehr viel besser gefällt, ich habe das jetzt mal genannt, die hybride Digitalisierung. Wir haben ein partizipatives Weiterbildungssystem und auch eine partizipative betriebliche Weiterbildung. Das bedeutet, die Selbstorganisationsfähigkeit und damit auch die Lernkompetenz aller entwickelt sich über Lernfähigkeit und Anhebung des Bildungsniveaus mit vorausschauender Potenzialität. Das heißt, Wissen und Kompetenz für Aneignung und Reflexion sind, und das ist eine Anforderung für die Personalentwicklung, gestuft für die unterschiedlichen Gruppen in den gesamten Sektoren zu entwickeln. Das heißt, eine angepasste Geschwindigkeit der Digitalisierung. Die Digitalisierung ist in Relation zu setzen zur Bildung inklusive eines Kulturerhalts. Also wir können nicht die Produktion mit einer Riesengeschwindigkeit, mit sozusagen dem vollen Arrangement der Form weiterentwickeln, ohne über die genannten Aspekte nachzudenken, weil die Individuen sich ausklinken werden. Das sind die beiden Szenarien, nochmal umgesetzt auf Struktur. Das heißt, beim ersten betriebliche Weiterbildung intensiv und selektiv. Wir haben wissensintensive Branchen mit schnell steigendem Digitalisierungsniveau. Die differenzieren intensive beruflich-betriebliche Weiterbildung aus für Hochqualifizierte in leitender Position. Ausschließlich arbeitsplatzbezogenes Lernen für Facharbeiter, An- und Ungelernte. Der kommerzielle Bereich entwickelt sich additiv und spezialisiert, macht also das zusätzlich. Wir haben eine selektive wissenschaftliche Weiterbildung, zum Beispiel an den Hochschulen, sinkende Finanzierung des öffentlichen Weiterbildungssektors unter Absenkung der Angebotsstrukturen in der Breite. Das wäre ein schlechtes Szenario. Wir sind aber auf dem Weg dahin. Wir haben ein zweites Szenario, was heißt integriertes, partizipatives Weiterbildungssystem. Das heißt organisierte und didaktisierte, arbeitsplatzorientierte Angebote in betrieblicher Weiterbildung für die verschiedenen Gruppen. Schrittweiser Aufbau der Digitalisierung, Abstimmungen mit kommerziellem und öffentlichem Sektor, sowohl breit als auch spezialisiert. Und die wissenschaftliche Weiterbildung sorgt für einen breiten Wissenstransfer in all die Sektoren hinein. Das wäre das von mir präferiertere Modell. Für die Personalentwicklung und für die betriebliche Weiterbildung heißt das aus meiner Sicht weiter, also wenn wir ausbilden in der Universität bei uns, für die Personalentwickler spreche ich von einer doppelten Professionalität. Das heißt, man muss die Logiken der Unternehmen kennen, aber die bildungswissenschaftliche Logik einbauen und beides aufeinander zubewegen. Das ist sehr schwierig, weil man eher der Logik des Betriebs folgt. Das heißt, Ausdifferenzierung der Wissensniveaus, Ausdifferenzierung der Bezüge organisierter und informeller Lernformen, ein integriertes System von Training und arbeitsplatzbezogenem Lernen. Das Qualifikations- und Bildungsniveau ist auszubauen, das heißt umstellen auf eine weiterbildungsaktive und dabei partizipative Struktur. Wir brauchen Schlüsselqualifikationen im IKT-Bereich auf hohem Niveau sowie inhaltliches Wissen auf hohem Niveau für die verschiedenen Gruppen. Es wird also nicht weniger kostenintensiv, sondern mehr. Ich bin gleich fertig. Wir müssen auch über den Erfahrungsaufbau nachdenken, Deutungskompetenz in Bezug auf die Tätigkeit und die Entwicklung der beruflichen Beruflichkeitsstruktur und Identifikationen schaffen über Personen und Themen. Vielen Dank.